Fuck. Es ist komplett still. Okay. Jetzt hat es wieder angefangen. Hm? Yep, that was kind of scary. Ah, die gute alte Verwaltung. Nun, wenn dann irgendwo was explodiert im Bezirk, weswegen wahrscheinlich die Rohre geplatzt sind, aber das ist nur eine Vermutung, wenn da Hochwasser aus dem Fenster draußen ist, würde ich wahrscheinlich auch meinen Tee stehen lassen und losrennen. So. Dankeschön. Reden wir mal mit ihr. Ah, ich bin froh, dass es nicht überflutet wurde. Ich hoffe, wir finden ein paar Informationen. Das ist ein cooles Sprite. Wie sie ausschaut, finde ich cool. Meister, fang an zu ermitteln. Verliere nicht gegen diese Flachbrüstige. Wir sind doch eher ein Team. Ja, danke. Fenster. Ja, ich hatte nicht vorzugehen. Aber das Fenster. Du wolltest Fenster anschauen, also habe ich mir gedacht, okay, für dich schaue ich Fenster an. Was ist mit dir? Ich rieche es. Ich rieche einen Schatz. Wir müssen ihn mitnehmen. Das würde uns zu Dieben machen. Wir können ja den Reichen, die Reichen bestehlen und die für die Armen zurückgeben. An die Armen zurückgeben. Oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Oh, Poster. Was ist das denn? Funktioniert denn das? Da Turbine, das Wasser kommt da. Okay. Amaterasu, irgendwas. Ga, niru. Oh Gott, jetzt liest er das nicht vor. Oh. Kurine Odregi. Kurine Energy. Okay, Clean Energy, I guess. Kurine Merregi. Merregi. Ach, erkannt. Und dann lauter japanische Zeichen. Star. Aber das wäre nicht oben. Wasserkraft, ja, das. Sui. Kara? Wie heißt denn das nochmal? Ich kann die zwei Kanjis lesen, aber ich weiß nicht mehr, wie du sie aussprichst. Das eine ist Wasser. Mise oder Sui. Und das andere ist Chikara. Aber ich weiß nicht mehr, wie du es mit dem anderen Kanji zusammenliest. Also. Hm. Gut. Da. So, was ist da? Suitoshita, Retaita, Tabin, die Turbine, ah, da unten erklären sie im unteren Rechten irgendwelche Kanji, Kanji, und dann Tabin, die Turbine, oh, irgendwas, Sonoa, no, und dann wieder Wasser, Nomi, Nomi, zum Trinken, Nomi's Trinken, okay, oder was auch immer. Ich will mich hier nicht hinstellen zu tun, das hätte ich eine Ahnung. Was ist da? Kontrolle shite iru no de. No, sore wa arimasen. Okay, also irgendwas nicht. Das ist eine Verneinung da drüben. Also, the control shite iru. Ist das das Ende? Ja. Gut, das waren alle meine japanischen Kenntnisse. Saubere Energie von Amaterasu. Dieser fortschrittliche Generator erzeugt effizienten Strom mit Regenwasser. Ein Leitungswasserreservoir wird verwendet, um Strom zu erzeugen. Die Turbinen werden von der Wasserströmung angetrieben. Das funktioniert wie ein Wasserrad, völlig sicher also. Die Entwässerung wird nach Bedarf durch das Erzeugen von Elektrizität gesteuert. Es gibt also keine Stromausfälle. Hm. Ja, auf Papier. Heißt das, die ganze Stadt könnte überflutet werden, wenn die nichts unternehmen hier? Tür? Oh, am Sofa. Ach, süß. Die pennt da. Tür?
開かない。向こう側から強い力で押さえつけられてるみたいだ。水がドアの向こうにも来てるんじゃない？その水圧でドアが開かないんだよ。ああ、そうか。Wir müssen eh nicht raus, also. 本当に誰もいないみたいだね。警備員まで逃げるなんてよっぽどだよ。まあ。Ich fühle mich wie so dieser Looter, die so Naturkatastrophen oder was auch immer ausnutzen. Wenn so Hurricanes toben und die Leute schlagartig ihre Häuser verlassen, dann gibt es immer so ein paar Leute, die sich in die Gebiete wagen und alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und dann gibt es aber Leute, die da rumfahren und Hunde und Katzen und was weiß ich retten. Und ich bin so, who the fuck leaves their pets behind? Alter, bevor ich meinen Hund irgendwo zurücklasse. Nee. Also, ich würde den meinen Hund nehmen, ja, und wusch, bin schon weg. Aber den würde ich nie zurücklassen. Ich verstehe solche Leute nicht. Da gibt es auch Leute, die einfach ausziehen und dann lassen sie ihren Hund zurück. Und der wartet dort. Und ich, das bricht mir das Herz. Solche Leute gehören alle gefoltert und ins Gefängnis und umgebracht. Na, umbringen, das wäre ja zu einfach. Aber gefoltert gehören sie. Jeder, der so Tiere quält, egal auf welche Art und Weise, ich hoffe, dass die rechts und links eine bekommen und in den Arsch reingerammt wird ihnen auch was. Also da gehört das Schlimmste, sollen die durchmachen. Da kenne ich gar nichts. Bin vom Thema abgekommen. Ich habe nicht zugehört. Ich war etwas wütend. Verstehe. Ja, verstehe. Mhm. Den haben wir gesehen. Da waren wir. Der hat ganz cool ausgeschaut. Ja, sind ja auch welche rumgestanden und haben herumrepariert neben der Bank und so weiter. Ah, verstehe. Es ist also übergelaufen, das Becken. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Da muss ich an Aquaplay denken. Das waren so coole Spielsets. Ich frage mich, ob es die immer noch gibt, wo du deine eigene, wie sagst du, wo du so bauen konntest. Jo, ja, alles überprüft. Gut, dann beenden wir die Ermittlung. Da konntest du so alles zusammenbauen selber und hattest dann auch, wir hatten ein cooles, wo du auf der einen Seite das Boot reinfahren lassen konntest, aber Wasser drin, ja. Oh mein Gott, dann lass mich doch erzählen von meiner Kindheit, Mädel. Dann klatscht. Ja, dieses Aquaplayer, da konntest du Teile zusammenstecken und dann konntest du Wasser reingeben und dann gab es da Kräne und sowas und wir hatten eben ein cooles, wo du auf der einen Seite links reingefahren bist, dann hast du dazu gemacht mit einem Tor und hast oben, das war ein bisschen erhöht, das daneben, konntest du ein weiteres Tor aufmachen, dann ist das Wasser von oben runtergeflossen, auf das Boot drauf praktisch, hat sich der Wasserspiegel gehoben, dann ist das Boot rübergefahren hinein, du hast das Tor geschlossen, ja, und konntest es auf die rechte Seite bringen und da wieder, also ich kann es nicht gut erklären, aber ich hoffe, ihr versteht. Das war ziemlich cool. Das war wie ein Aufzug, aber mit Wasser halt. Und nicht mit Drehen oder so irgendwas. Und das war ziemlich geil, ja? Muss ich sagen. Also, gute alte Zeiten. Ich glaube, mittlerweile ist das ganze Zeug auch wahrscheinlich ziemlich kaputt, weil es halt Plastik ist. Und ich bin alt. Also wird das auch nicht so gut sein. Warum schaut der Friedenswächter das Fenster dahinter an? Der ist so bewundernswert. Der hat mit einer Faust das Fenster zerschlagen. Bist du narrisch? Der Bewundernisrichter ist wirklich so, wow, I couldn't do that. Ich liebe diese Friedenswächter, die im Hintergrund immer auf die merkwürdigste Art und Weise stehen. It's fucking hilarious. Haha.
So, und jetzt? Blip. Gut. Warte, hat sie jetzt bis zum ganz Anfang zurückgespult? Das ist krass. Bitte kipp mir jetzt nicht um, Fubuki. Ich bin nicht stark genug, dich zu tragen. Ja, die Musik hat sich schlagartig verändert. Okay. Entschuldigung. Los! Alle ins Boot, Leute! Oh mein Gott, sie sind schon da. In der anderen Zeitlinie hast du es geschafft. Das schafft sie niemals, Mann. Können wir die Tür aufbrechen? Sollen wir ins Labyrinth fliehen? Die Logik verstehe ich nicht. Inwiefern? Du meinst im gleichen Raum, im gleichen Moment oder... Ich habe keine Ahnung. Sie sieht schon ganz süß aus. Vielleicht sind es auch nur die gefärbten Haare. Die Zähne sind ein bisschen... mir ein bisschen zu viel, aber ansonsten... ist sie... sehr cute. Der Typ ist so ein Teen Titans Reject. Der Cyborg da. Entschuldige dich doch nicht. Nun, das ist jetzt die Frage. Kommen wir jetzt ins Labyrinth hinein? Ich will das Puzzle lösen! Bitte! Dein Auftritt! Gut. Ich weiß nicht, was ich von diesem Kapitel halten soll. Bis jetzt. Irgendwie geht alles so schnell und so langsam. Und ich bin so... Worauf wird das Ganze hinauslaufen? Ich meine, wir untersuchen jetzt Sachis Selbstmord, der irgendwie mit den Bomben zusammenhängt. Und alles ist irgendwie so, weißt du, kommst zum Widerstand. Die anderen Kollegen haben wir immer noch nicht gefunden. Ich mache mir immer noch Sorgen um die. Ich denke aber, es geht ihnen gut. Dann haben wir einen komischen Maskenmann getroffen, der Makoto. Und ja, irgendwie weiß ich nicht wirklich, was dieses Kapitel von uns möchte. Wobei gleichzeitig so viel passiert ist. Sie. Hajimemashite. Goaisatsu ga okurete moushiwaki arimasen. Iie, go teinei ni doumo. Hajimemashite. Irgendwie seid ihr zwei sehr süß. Das war sehr süß, sie hat sich so höflich vorgestellt, aber Shinigami. Oh je. Ja, naja. Shinigami ist so wirklich extrem eifersüchtig.
Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, dass Shinigami so eifersüchtig ist. Was haltet ihr davon? Findet ihr sowas endearing? Findet ihr sowas süß? Wenn... Ich glaube, es kommt auf die richtige Prise an, oder? Weil ich bin so, stell dir vor, jemand ist die ganze Zeit nur eifersüchtig in einer Beziehung. Das wäre so anstrengend. Du hast ja keine Sekunde... Du kannst mit niemandem reden, du kannst nichts machen, ohne dass dir vorgeworfen wird, dass du betrügst. Oder keine Ahnung. Du wirst die ganze Zeit als Perverser beschimpft. Ja, gehen wir mit der Erklärung. Selbst wenn du ihr erklärst, was hier los ist, sie vergisst sowieso wieder. Und außerdem, bei dem Erbsenhirn, ist das vollkommen unnötig. Haha, Peitsche und Hut, verstehst du? Weil Lara Croft? Nein, wir waren schon Indiana Jones. Mögt ihr Indiana Jones? Ich nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe damals mein allererster Indiana Jones Film war der vierte. Jetzt ist ja der fünfte auch rausgekommen, das Rad der Zeit. Die Leute sind so und ich bin so, es interessiert mich nicht. Aber für mich war der erste, den ich angeschaut habe, der vierte. Und ich liebe ihn. Ich finde, das ist ein toller Film. Weil ich meine, die Ameisen haben mich traumatisiert. Und ich fand den Schädel immer ganz cool. Und dann dieses riesen Sägeblatt, das zwischen, glaube ich, alle bei den Autos. Ich fand ihn gut, aber ich war auch 12 oder so, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe. Oder keine Ahnung. Und mit 12 hast du ja die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr angeschaut. Und dann habe ich mir als einzigen anderen Indiana Jones Film noch angeschaut, den mit diesen Moses-Steinplatten, oder was war das? Da, wo ganz am Schluss, ich will es nicht spoilern, ich glaube, da sind die Nazis. Und ganz am Schluss ist so ein ganz cooler Effekt von einem Typen und seinem Gesicht. Und ich würde nicht sagen, was passiert, aber es ist echt sehr, sehr cool, weil sie das halt Practical Effect-Style gemacht haben. Oh. Und den fand ich nicht gut, weil ich war nur so, this is fucking boring, nothing is happening, and the end just ends. Aber ich glaube, ich habe noch einen anderen gesehen, wo der Schluss ganz cool war, mit der Jesus-Prüfung, wo er den Kelch auswählen muss und dann dieses Vertrauen auf irgendwas, und dann ist es so eine Illusion, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe diese Filme gelöscht aus meinem Gedächtnis, weil die mich nicht interessieren. Was sie nicht zu schlechten Filmen macht, ich möchte das so klarstellen, ja? Es macht sie zu keinen schlechten Film. Sie interessieren mich nur nicht. Uncharted ist auch geil. Entschuldigung, ich weiß, dass sie reden, aber es kommt halt eh immer das Gleiche. Aber es ist eh immer nur dasselbe. Sie freut sich jetzt, dass wir Abenteuer, Schatzsuche und sowas. Sie ist so, yay. Ich kriege eh alles mit, und wenn es euch stört, dass ich so drüber rede, dann müsst ihr mir das sagen. Dann lenke ich nicht immer vom Thema ab, aber ich bin so... Hey, Junge, bitte. Bin ich. Ja, Yuma. Ist so, La la la. Ein Küsschen. Also nicht wirklich, aber... Das sind immer die Momente, wo die Eltern reinkommen würden. Meine Mom kommt rein und ist so, nein, Mom, it's not what you think. Mhm, okay, ich gehe mal wieder. Was zum Teufel redet sie da? Kann ich sowas machen? Nur aus Interesse. Geht das? Blech.
Dankeschön. So, そんな大量の鍵まで不法所持しているとは。さては、空き巣の常習犯ですね。この暗黒神、まだまだ余罪がありそうですよ。本当は積むの足りない箱入りビッチ。そんなんだと謎迷宮はクリアできないよ。 Shinigami, hör auf dich mit dem Mädchen zu streiten. Bitte, meine Damen. Ich hab keine Lust auf den Scheiß, ja? Ich will doch nur rausfinden, was hier los ist. Ja, ist schon recht. Ach Gott. Können wir uns bitte darauf konzentrieren, ins Labyrinth zu gehen? Gut. Ja, von mir aus. Komm jetzt. Yuma, es sind zwei Frauen. Und Shinigami, naja. Ist immer auf Konfrontationskurs. Yo! Ich sehe Zahlen! Keine toten Menschen, aber Zahlen! Okay. Ich weiß nicht, wovon du redest. Komisches geheimes Labyrinth, heißt es dann, ist es gelöst oder setzt es sich danach nochmal zusammen? Für den Nächsten, der es lösen will, wenn es explodiert. なるほど。暗黒神らしい卑劣な手ですね。ユーマさん、急ぎましょう。のんびりしてたら秘宝ごと迷宮が崩落してしまいます。急いで秘宝を手に入れて崩落する迷宮から滝壺に大ジャンプです。Was? Ist das Indiana Jones? The Temple of Doom? Da gibt es diese lächerliche Szene, wo sie in diesem Boot runterfallen, den Wasserfall. Sau dumm. Aber alle regen sich über den Kühlschrank auf im vierten. Menschen sind komisch. Entschuldigung. Ich höre schon auf. Hm. Yeah. Tja, wie sich das zusammengefalten hat da vorne. Der Totenkopf nach unten gefalten. Das war lustig. Ah! Hm. Was ist das? Okay, komische Statue. Wollen wir ein bisschen schneller rennen? Nö, können wir nicht. Was ist denn da vorne los? Ich muss niesen. Verzeihung. Du hast die Freunde gefunden? Freunde angelacht? Oh, irgendwie sieht das doch ganz süß aus. Ah. Kannst du weggehen von dem? Ach du meine... Oh, süße kleine Fee! Süß. Also wenn ich ein mysteriöses Phantom wäre, dann würde ich auch Flügel haben wollen. Solltest du deinen Kollegen mit den Riesenfäusten so beleidigen? Okay. Ist schon in Ordnung. Ich höre dir auch nicht zu. Na, ich?
Wieso sollte ich sowas tun? Sie? Wieso sollte sie sowas... Ach, Nee, Dominik hatte Sentaku gut gemacht. Wäsche waschen. Das ist eine merkwürdige Aussage. Benutzen Leute heutzutage noch Waschbretter? Glaubst du, du kannst Waschbretter kaufen? Ich weiß nicht wozu, aber es wäre ziemlich witzig, eins zu haben. Irgendwie wie so ein Brecheisen. Es ist irgendwie cool, sowas zu besitzen. Aber ein Brecheisen noch cooler ist, aber okay. Eine Pistole in Adern des Revolvers. Ne? Schwingt die Trommel nach rechts. Und die Aufnahmen. Niemand außer Yuma ist darauf zu sehen. Es ist nur ein Schuss zu hören. Yuma war mitten im Treppenhaus. Nehmen wir mal das. Oh Gott. Shisachi erschossen zu haben. Die Waffe auf die Leiche gelegt. Ohne Zeugen da oben. Ohne Zeugen? Du hast getan, was du wolltest. Oh Gott! Geh sterben und werde wiedergeboren. Okay. Der Einzige auf dem Dach warst du, Meister. Was bedeutet, dass du der Einzige bist, der Sachi getötet haben kann? Aber ich war es nicht. Als ich auf dem Dach ankam, war Sachi bereits tot. Dann lass uns deine Unschuld beweisen. Ich weiß, dass du das kannst, Meister. Also es müsste wirklich das sein. Aufnahmen. Niemand ist darauf zu sehen, außer mir. Es ist nur ein Schuss zu hören. Aber ich weiß nicht, bei welchem ich das einsetzen muss. Oh, gleich beim ersten. Okay. Ich bin einfach so gut. Was soll ich sagen? Genau. Hodor. Und damit verschwinden sie auch wieder. Bye-bye. Fürs Erste, ja. Zu schade, dass du das alles vergessen wirst. Nein, ich heiße Todesdetektiv. Auf, weiter geht's. Durch Van Goghs Türen. Stimmt, die vergessen ja immer alles aus der realen Welt. Nein, die vergessen ja immer alles, also... Was denn? Ich kann nicht schauen. Ich wollte da draus schauen. Nicht. Geht nicht. Das Wasser überall. Das ist schon cool. Oh, das ganze Labyrinth wird überflutet. Um Gottes Willen. Fubuki. だから僕じゃありませんって。